Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 3 und sind gerade dabei, einen lustigen Außenposten einzunehmen, und zwar den letzten auf der Hauptinsel. Und dann geht es weiter bei Hoyt, seiner Insel. Und zwar, wir müssen nämlich hier nach vorne. Wir laufen hier mal schön den Berg, kommen hier entlang. Mal ein paar Rehe hier. Und da vorne da sieht man, dann sollte er nämlich schon auftauchen. Alles klar. Viehzeug ist ja relativ viel unterwegs hier. Ja. Da haben wir schon den ersten Scharfschützen. Das ist auch Hundevieh wieder. Ich hasse diese Hundevieh hier. Oh. Also erst haben wir schon gesichtet, die ersten Probleme. Da ist das nächste. Da ist der Alarmposten. Da haben wir ein Vieh. Da haben wir ein Heavy. Ne, das ist bloß normaler Pfeiler. Ah, das ist der Fahnenmast. Stimmt. Und dann gehen wir hier nochmal rüber. Cool, da oben ist ein Leuchtturm. Ah, da oben haben wir noch einen Scharfschützen. Da ist ein Tiger. Da kommt ein Fahrzeug an. Also sie nicht gerade in die Quere kommen sollte. So, Plan wäre jetzt der, wir nehmen das hier. Hocken wir uns mal hin. Okay, warten wir, bis sie vorbeigefahren sind. Dann geht der lustige Schuss da drauf. Einmal Alarm ausgeschalten. Ohne dass jemand was gemerkt hat. Gut zum Henker. Du kannst mich nicht verstecken, Weißbrot. Wieso kommt immer Weißbrot? Haben wir was gemacht? Okay, da. Okay, der Tiger löst viele Probleme. Okay. Okay. Der Tiger hat unseren Job gemacht. Das Problem ist ja, der Tiger auch weiß, 1500 XP. Super gelöst. Und jetzt können die Racker sich auch um den Tiger kümmern. So, neue automatisierte Shops. Neue Jagd. Super, da taucht nochmal ein Bär auf. Okay, da war ja mal Action hier. Zum Glück nicht unsere Probleme. Da brauchen wir ja gar nicht groß einsammeln, weil Geld haben wir genug. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir suchen uns die Hütte. Die Hütte, wo ist die Hütte? Ah, hier ist die Hütte. So, da gucken wir noch rein. Vielleicht finden wir da noch einen von den Speicherschiffen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, mal ein bisschen was. Ah ja, haben wir Speierschub wieder gefunden. Wie viel ist das jetzt der 13. So, kaufen wir ein bisschen Munition. Kaufen wir ein bisschen Quatsch. Und dann geht er weiter. So. War ja kurz die Ansage auch nur, dass wir kurz diesen Außenboss hier machen. Und dann gehen wir auch wieder zurück zu unserer Hauptmission. Da oben steht auch einer rum. Nice. Ah, hier haben wir noch eine Jagdmission. Mal gucken, ob es ein episches Tier ist. Jagd drei Bären. Ach, drei Bären ist langweilig.
Drei Bären heißt nichts anderes als Standardquatsch. Eine Leuchtturm. Den will ich mir noch mal kurz angucken, bevor wir uns wieder um die Hauptmission kümmern. Hallo Jungs, hier laufe ich, Fußgänger. Die Leuchtturm ist schon cool aus. Wenn wir bis raufkommen, das wäre echt cool. Okay, ah ja, hier haben wir den Eingang. Ah, hier gibt es auch ein Artefakt. Dann zu holen. Oh, können wir uns hier durchmogeln? Ja, da kommen wir durch. So. Schick, schick, die haben schon wieder irgendwelche Probleme. Na, die Artefakte gibt es eine ganze Menge zu suchen. Kann man auch Spezialwaffen freischalten, aber die braucht man entweder nicht mehr. Wenn man die alle gesammelt hat, dann braucht man sie nicht mehr, weil dann hat man das Spiel durch. Ist immer auch sehr putzig. Ja, man hört schon. Da ist es. Ein Relikt gesammelt. Eine Kiste gesammelt. Und ein ganz hübscher Ausblick hier. Genau, 15 haben wir jetzt gesammelt von 120. So, jetzt geht es hier wieder darüber. Dann können wir gleich mal von hier aus starten. Springen wir auch rüber zur Hauptinsel. Auf den Zimmer, ja, da haben wir jetzt alles befriedet. Hier alles safe. Unser Job ist jetzt, wir gehen jetzt, springen wir dahin. Schnelle Reise. War nochmal kurzer Ausflug, weil ich wollte unbedingt den einen Außenposten dann nicht ganz uneingenommen lassen. Damit klären wir die Sache. So, nächste Mission wird dann sein. Wir werden uns mal gucken, dass wir uns dahin bewegen können, dass wir den Brieftasche voll. Naja. Dass wir uns den Funkturm schnappen. Den Funkturm würde ich mir als nächstes gerne haben. Halt, da war der falsche. Ich wollte nur die Map haben. Warum mache ich da nicht die Map? Ah ja. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Uns um das hier kümmern und dann doch. Das wäre oben planen. Wahrscheinlich auch ganz cool. Machen wir den Plan. Und bewegen uns einfach mal. Ja, das Ufer ist schon eine ziemlich schroffe Geschichte hier. So, hier haben wir es ja jetzt mit den lustigen Typen in Gelb zu tun. Das sind ja Soldaten von heute. Oh, guck mal, wir haben waffentechnisch schon wahrscheinlich auch mal umrüsten müssen. Weil ich glaube, mit unseren jetzigen Waffen bis auf die MP werden wir da nicht so weit kommen. Weil die Jungs sind bestimmt ein bisschen krasser drauf. Eigentlich wollte ich den hier haben. Beziehungsweise hier hin. Darf man sich die ganze Sache mal ein bisschen angucken können, ja. Der sieht nämlich schon echt heavy aus. Da oben steht auch einer rum. Da noch ein Heavy. Da oben Sniper. Und die haben nichts nochmal zur Ablenkung nutzen können. Okay. Versuchen wir unser Glück erstmal damit, dass wir hier die Sicherungskästen, sage ich schon fast, ausschalten. Einmal. Die Frage, wo ist der zweite? Man sieht ihn da. Da ungefähr. Einer von uns? Okay. Damit hat sich das erledigt, aber wir hoffentlich mit Verstärkung. Oh, damit ist er auch weg. Ich denke mal, die Heavys werden nicht. Junge! Heilige Scheiße! Na so. Okay. Wieso kommt ihr von da?
Ihr wart gar nicht eingeladen? Okay. Ja, natürlich cool, wenn wir ja sehen, aber den einen Posten eingenommen kriegen. Ja, mal brennen wir ja halt weg. Okay, gucken wir mal den noch. Okay, ganz doof. Doof, so einen Angriff direkt an der Hauptstraße zu machen, wa? Okay. Der war voll an die Birne getroffen, aber das scheint ihn nicht so wirklich zu beeindrucken. Okay, einer ist weg. Okay. Ich glaube, da will man was anderes machen. Wir gehen mal, nicht die Herstellung, doch, gehen wir hier rein. Und zwar Spezialpfeile. Wie wäre es mal mit Sprengpfeil? Gut, den da mal hin. Okay, drei Stück zur Verfügung. Sprengpfeil. Naja, machen wir nochmal einen. Fünf Stück sollten reichen. So. Platz zu weisen, der ist jetzt auf der 8. Nehmen wir die 8 hier. Mal gucken, ob wir damit jetzt was gerissen kriegen. Den haben wir damit voll erwischt. Aber der steht immer noch. Okay, das scheint nicht so groß den Eindruck zu machen. Okay. Jetzt schon. Wenn hier mal Alarm ausgelöst hätten, wäre ja ganz groß Kacke. So. Haben wir den eingenommen. War noch gar nicht Teil unserer Mission war, aber ich denke mal, damit haben wir einen guten Ausgangspunkt gekriegt. Außerdem haben wir uns damit den gespart, den ganzen Quatsch hier nochmal zurückzulaufen. Und wir haben die ersten Raketenkrieger hier auf der Insel. Missionsaufgaben, Hütte, neue Aktivitäten hier. Okay, Munition. So, aber ich will in den Eingang in die Hütte rein. Jetzt geht's los. Jo, das Pflaster vom Arsche. Oder was geht los hier? Ah, da ist die Tür. Die rote Tür haben wir gesucht. Ah, klopfen wir mal dezenter an. Und so, schauen wir uns mal um hier. Da haben wir Munition. Sanitäter. Gut. Munitionsraum haben wir ja einen größeren Verbrauch gehabt hier. Und mal gucken, wir jetzt hier können wir aus dann auch starten Richtung Funkturm. Wie weit ist denn der von hier aus weg? Der wird bestimmt ein Stückchen sein. Yep, da müssen wir hin. Der Funkturm steht jetzt auf der. Ja. Wenn du die Aufträge von der Aushangtafel erledigen könntest, wäre gut. Der wäre super. Wäre auch schön, wenn ich hier einfach mal bis in die Gegend fahren kann zu dem Leuchtturm, Funkturm da oben. Mal gucken, ob wir da überhaupt ein bisschen Plan von dem Zeug haben. Oh, ich hoffe mal, der Funkturm ist jetzt im befriedeten Gebiet. Oh, hier lang drauf. Ich habe ja keinen Bock, mich jetzt mit Holz Leuten so früh anzulegen. Oh. Eine kurze Ablenkung. Wurde das der Weg zum Leuchtturm hoch? Zum Leuchtturm? Was haben wir mal Leuchtturm? Ja.
Oh, bin gespannt, wo wir hier rauskommen. Ah. Eine lustig kleine Statue wieder. Hat sich der kleine Weg doch gelohnt, jetzt nicht so riesig groß, weil eigentlich wollte ich ja nach oben. Auf den Dingsturm. Das will ich nämlich noch machen und dann ist Feierabend für heute. Da haben wir ein bisschen was geleistet wieder. Obwohl, wir haben hier noch keinen Weg nach oben gefunden. Das kann doch nicht so schwer sein, auf den komischen Turm hier zu kommen. Und da kommen wir hier angefahren. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Also hier fahren dann doch was Piraten durch die Gegend? Okay, ja. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. So. Den noch schnell mitnehmen, weil dann haben wir hier ein Safe automatisch und dann geht es dann hier beim nächsten Mal weiter. Wenn wir raufkommen. Okay. Das könnte... Ah ne, ich geh doch ganz einfach hier hochklettern. Ich wollte schon da springen und rüber. Aber ist auch ganz einfach. Gut, wir müssen trotzdem springen. Okay. Rauf da mit dir. Oh, hier lang runter, ein bisschen klettern. Also die Kletterpassagen von denen sind schon mal gar nicht, manchmal gar nicht so ohne. Da muss man schon so ein bisschen gucken, wo kann man lang, wo ist sinnvoll. Okay. Kiste öffnen. Alter, Feierabend ist ganz nah. Ja, so, wenn wir die Treppe erreicht haben, dann ist es immer erledigt. Dann geht das eigentlich relativ fix hoch und wir kriegen Überblick über das Gebiet hier. Und dann können wir auch auf unseren wohlverdienten Feierabend gehen. So, auf geht die Kiste. Schloss aufhacken. Wieder mit feinen mechanischen Fähigkeiten hier das Ding abschalten. Und wir haben den ersten Funkturm auf Holzinsel. Sieht aber schick aus. Mit Fernseher oder was ist das? Hier gibt es auch mal eine Rutschebahn. Okay, da haben wir eine Kiste. Und eine Raktiakprüfung. Haben wir gesehen, eine Raktiakprüfung. So. So, das soll es halt auch gewesen sein. Da waren heute große Mammutaufnahme. Ich bin jetzt langsam froh, das Spiel scheint gut zu laufen. Ich werde nochmal was auf meine Webseite schreiben, auf www.macburage.de. Werde ich mal einen kleinen Artikel dazu schreiben, was ich hier eigentlich nun eingestellt habe. Für alle die das auch gerne spielen wollen und ähnliche Probleme haben. Dann könnt ihr das nachlesen, wie ich das unter Windows 10 jetzt am Laufen gekriegt habe. Als solches. Ja, sonst bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer, schreibt mal nette Kommentare dazu, ob das für euch okay war, dass ich drüben noch den einen Schützpunkt geholt habe oder nicht. Einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.